Schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Bürgerclub des Bürgerportals. Ich schaue mal rein in die Zoom-Konferenz, da sind schon einige Teilnehmer zu sehen. Wir übertragen gleichzeitig diesen Livestream auch auf Facebook und auf YouTube für diejenigen, die nur passiv zuschauen wollen. Von daher vorab gleich schon mal den Hinweis, wenn Sie nicht gesehen werden wollen, sondern nur zu hören sein wollen oder auch nur zuschauen wollen, schalten Sie bitte Ihre Kamera bzw. das Mikrofon aus. Auch dann können Sie natürlich teilnehmen. Ansonsten aber eben wollen wir versuchen, diese Gesprächsrunde tatsächlich auch so zu übertragen, wie sie läuft, damit man ein bisschen mehr ein Gefühl dafür bekommt. So, Herr Nudig ist da, Herr Röhr ist da, sehe ich. Ich sehe ein paar Teilnehmer. Die Regeln sind eigentlich relativ klar. Wir wollen ganz am Anfang Herrn Nudig und Herrn Röhr die Gelegenheit geben, sich vorzustellen, vor allem auch die Freien Wähler vorzustellen, die ja in Bergisch Gladbach neu antreten zur Kommunalwahl zum ersten Mal. Uns geht es aber dann in der vor allen Dingen um die Sache. Was ist Ihr Programm? Was sind die Inhalte, mit denen Sie antreten? Anschließend oder relativ schnell sollte es dann eine Debatte geben, ein Gespräch. Ihre Fragen stehen im Vordergrund. Sie melden sich per Handzeichen. Ich nehme Sie dran. Und dann werden die Herren Röhr, Nudig oder wer auch immer antworten und wir versuchen, in ein Gespräch hereinzukommen. Herr Nudig, Sie sind da. Sie haben auch, glaube ich, Ihr Mikrofon freigeschaltet. Wenn ich Sie bitten darf, zum Start einen kleinen Aufschlag zu machen. Was hat Sie bewogen, in die Politik zu gehen? Was treibt Sie an in der Politik? Wo wollen Sie hin? Ja, also mein Name ist Ben Nudig. Ich bin der erste Vorsitzende der Freien Wählergemeinschaft hier in Bergisch Gladbach. Diese hat schon mal bis 2014 existiert und war auch im Stadtrat vertreten, war dann aber inaktiv geworden. Und der Anlass, die Freie Wählergemeinschaft wieder aufleben zu lassen, waren eigentlich die Auseinandersetzungen um den Flächennutzungsplan. Die ersten Mitglieder kamen alle aus den Reihen der Bürgerinitiativen gegen den Flächennutzungsplan. Die meisten von uns hatten eigentlich nie vor, sich kommunalpolitisch zu betätigen. Aber es gab so zwei Erfahrungen, die wir gemacht haben, bei denen wir gesagt haben, das geht so nicht weiter, wir müssen da was ändern. Das eine war, dass wir gesehen haben, dass die Planungen, die über die Zukunft unserer Stadt entscheiden, einfach in die falsche Richtung laufen. Und das zweite ist, dass für Teile der Verwaltung, der Politik, Bürgerbeteiligung nur eine lästige Pflicht ist, aber nicht wirklich gelebt wird. Und daraus ergeben sich auch unsere beiden Hauptforderungen, mit denen wir angetreten sind. Einmal, dass die Zielrichtung der Stadtplanung geändert werden muss, dass die Lebensqualität und auch die Wohnqualität der hier wohnenden Bürger wieder in den Mittelpunkt gestellt werden muss. Und andererseits, dass die Bürgerbeteiligung nicht mehr eine lästige Alibi-Veranstaltung ist, sondern dass die auch wirklich gelebt wird. Natürlich stellt sich die Frage, was damit konkret gemeint ist. Erst einmal zur Stadtplanung. Wir leben in einer Zeit, in der das städtische Leben immer mehr zu einem unwirtlichen Wohnumfeld wird, das durch Probleme wie Lärm, Schadstoffbelastung und Hitze belastet wird. Und wir sind der Meinung, dass die Ziele der Stadtplanung eigentlich sein müssten, diesem entgegenzuwirken. Wir haben in den letzten Jahren deutliche Probleme gehabt mit zwei sehr starken Hitzesommern, mit allen Folgen, die zu spüren gewesen sind. Und eigentlich wäre es die Aufgabe der Stadtverwaltung oder nicht überhaupt der Politik und der Verwaltung, hier entgegenzusteuern. Wir wehren uns etwas dagegen, dass bei Stadtbach immer mehr zu einer Art Vorort von Köln mutiert, auch mit dem gleichen städtischen Leben wie jetzt in Köln. Wir möchten, dass Bergisch Gladbach wirklich eine grüne Stadt bleibt. Wir sind auch der Meinung, dass jede erhaltene Grünfläche, jede neue Parkanlage, jede begrünte Fassade und auch jede begrünte Freifläche dazu helfen, die Lebens- und Wohnqualität in unserer Stadt wieder zu verbessern. Das Problem ist, was gerade passiert, ist eigentlich das Gegenteil. Im Flächennutzungsplan werden geplant, 70 Hektar Grünfläche zu bebauen, mit allen Folgen für die Natur und fürs Klima. Und das eigentlich, obwohl die Stadt sich ja den Klimaschutz auf die Fahnen geschrieben hat und ein Klimakonzept erarbeiten will. Es gibt auch so kleine Beispiele, die immer wieder ins Auge fallen. Zum Beispiel wurden für eine Sichtachse auf die Villa Zanders einfach mal 16 alte Bäume gefällt, darunter Linden und auch Wildkirschen mit zum Teil Baumumfang von mehr als einem Meter. Und da wird einfach in die falsche Richtung geplant.
Daraus kommen auch unsere klaren Forderungen. Das eine ist, dass wir fordern, dass die Flächen, die im Flächennutzungsplan zur Bebauung freigegeben worden sind, deutlich verkleinert werden. Und ein absolutes No-Go für uns sind Gebiete, in denen Kaltluftentstehungsgebiete und auch Kaltluftschneisen liegen, also die für das Klima in der Stadt sehr wichtig sind. Hier darf auf keinen Fall gebaut werden. Nun kommt natürlich die Frage, wo sollen wir denn stattdessen bauen? Und da bietet sich natürlich das Zandersgelände an. Einmal selbst, wenn die Zandersproduktion weiter fortbestehen bleibt, ist die Fläche sehr groß und bietet wirklich Platz, Wohnbau zu ermöglichen. Dann ist es so, dass die Nähe gerade zur S-Bahn und zum Busbahnhof, aber auch zu den Einkaufsmöglichkeiten natürlich dazu führt, dass hier auch ein autofreies Wohnen möglich ist. Und unsere Idee geht auch dahin, höhergeschossig zu bauen, nicht um möglichst viele Menschen dort unterzubringen, sondern um zu ermöglichen, mit den freien Flächen dann Parkanlagen oder auch Spielplätze für die Kinder, Bolzplätze für Jugendliche zu erstellen. Das andere große Thema ist natürlich der Verkehr, das auch in unserer Stadt zu einem Problem geworden ist. Jeder, der auf den Straßen unterwegs ist, weiß eigentlich, dass die Hauptachsen gerade zur Raschauer über bis komplett überlastet sind. Und diese Situation wird sich natürlich noch verschärfen, wenn jetzt weitere Baugebiete dazukommen oder weitere Wohngebiete dazukommen, wie zum Beispiel das Steinbüchelgelände oder Cox oder auch später dann Zanders. Und wir halten es für eine völlig falsche Entwicklung, wenn versucht wird, durch neuen Straßenbau dieser Situation Herr zu werden. Deshalb wehren wir uns auch gegen diese Pläne, das Gleisdreieck als Straße auszubauen. Wir haben stattdessen, haben vorgestellt, eine Fahrradroute, die nicht nur den Bahndamm betrifft, sondern eigentlich vom Königsforst bis nach Schildgen geht. Also das heißt, in einer Nord-Süd-Richtung komplett die einzelnen Stadtteile verbindet. Es gibt natürlich schon Pläne für eine Radschnellroute nach Köln, aber wir glauben einfach, dass die besten Möglichkeiten, Autofahrten durch Fahrradfahren zu ersetzen, auf den kleinen Strecken sind. Das heißt, von Schildgen nach Bergisch Gladbach, von Baffrath nach Bergisch Gladbach oder auch eben von Winsberg nach Bergisch Gladbach. Das zweite Thema, das große Thema für uns ist natürlich die Bürgerbeteiligung. Hier haben wir gesehen, dass die Bürgerbeteiligung zwar im Rahmen des Flächennutzungsplans durchgeführt wurde, aber eigentlich für die Bürger ein Desaster war, weil gerade in der zweiten Runde, als es tatsächlich darum ging, welche Gebiete letztendlich bebaut werden, von über 2000 Eingaben keine einzige mehr berücksichtigt worden ist. Und es kann nicht sein, dass Bürgerbeteiligung nur zu einer Bürgerinformation mutiert, sondern Bürgerbeteiligung muss eben auch heißen, dass die Bürger mit ins Boot geholt werden. Auch da natürlich die konkrete Frage, wie soll das geschehen? Deshalb würden wir dafür plädieren, dass eine Arbeitsgruppe gebildet wird aus Bürgern, Vertretern der Politik und auch Vertretern der Verwaltung. Das ist deswegen wichtig, weil wenn man zusammen ins Gespräch kommt, dann können Vorurteile abgebaut werden. Und das Wichtige ist ja, dass die Bürgerbeteiligung auch wirklich in den Köpfen ankommt. Es hilft gar nicht, das beste Konzept zu haben, das dann nachher irgendwo auf dem Papier steht, sondern wichtig ist, dass es auch in den Köpfen der einzelnen Politiker und der einzelnen Verwaltungsmitarbeiter mitkommt. Und wir glauben, dass am besten das zu gewährleisten ist, wenn eine gemeinsame Arbeitsgruppe da einen Weg entwickelt. Zu den weiteren Themen wollte dann der Rainer Reuer Stellung nehmen. Rainer? Ja, wir haben, glaube ich, gerade ein technisches Problem. Herr Nuting, Sie haben keine Verbindung mehr, oder? Ja, ich habe Verbindung. Den Ton höre ich, nur das Bild scheint eingefroren zu sein. Gut, versuchen Sie es nochmal bitte, an dem Punkt, wo Sie gerade gestoppt hatten. Der Punkt, also eigentlich war ich falsch, okay. Jetzt wollte ich an Rainer Röhr abgeben. Insofern passte das gleich. Ich glaube, mit den Bürgerbeteiligungen hatten Sie noch gehört, oder? Ja. Gut, dann, wenn Herr Röhr noch an dem Punkt noch schnell was ergänzen möchte, dann würde ich ihn bitten, sein Mikrofon einzustellen und sich zu Wort zu melden. Unten links steht Stummschalten, wenn Sie da draufklicken oder lautschalten. Ja. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Ja, mein Name ist Rainer Röhr, ich bin der zweite Vorsitzende der Freien Wählergemeinschaft.
Zur Gründung hat Benno Nuding schon einiges gesagt, da muss ich mich nicht wiederholen. Aber ich möchte vielleicht schildern, wie wir in den letzten 2, 3 Jahren einmal im Bündnis der Bürgerinitiativen, aber dann auch eben in der Freien Wählergemeinschaft die Stadt Bergisch Gladbach wahrgenommen haben. Wir haben sehr viele Ratssitzungen verfolgt, Ausschusssitzungen verfolgt. Und wir haben festgestellt, dass dort über Details gesprochen wird, manchmal sehr ausführlich über Details gesprochen wird. Aber es fehlt in dieser Stadt an einer Gesamtstrategie. Wo befinden wir uns eigentlich im Ballungsraum Köln, Bonn, Düsseldorf? Wer sind wir eigentlich als Bindeglied zwischen dem Bergischen Land und der Großstadt Köln? Was hat das Internet für eine Bedeutung für die Innenstadt? Wie ist das mit den Zahlen für Schule und Kindertagesstätten? Also, und diese Gesamtdiskussion hat im Grunde nicht stattgefunden. Wir sind der Meinung, dass die Stadt ein Leitbild braucht, dass es unbedingt notwendig ist, ihren Standort zu finden. Das haben wir schon beim Bündnis der Bürgerinitiativen gesagt. Das gilt jetzt eigentlich umso mehr. Und wir wehren uns dagegen, wenn Außenstehende im Grunde, also Nichtbürger dieser Stadt, wie beispielsweise der Verein Köln-Bonn e.V., sagt, wie wir hier zu leben haben, vereinfacht ausgedrückt. Wir sind der Meinung, wir sollen das selbst entscheiden, wie wir hier zu leben haben und möchten da gerne nicht von außen etwas erfahren in der Hinsicht oder aufgezwungen bekommen. Im Übrigen ist dieses Verfahren Köln-Bonn e.V. eine Sache, die gar nicht die Parlamente, die Stadtparlamente der Orte berührt. Das sind vielfach Verwaltungsleute, die dort diskutieren, auch die IHK, Handwerkskammer. Das ist alles in Ordnung, aber uns fehlen dabei einfach die Bürger, die mitentscheiden sollen, was aus dieser Region wird. Was Klimaschutz betrifft, möchte ich noch ergänzen, dass wir auch einen praktischen Ansatz haben. Wir finden, dass es wichtig ist, in Bergisch Gladbach voranzukommen, was Photovoltaik auf den städtischen Gebäuden betrifft. Wir finden es wichtig zu prüfen, ob es städtische Energiegenossenschaften gibt, die wichtig für die Bürger sind, die so etwas wie Solartechnik nicht ohne weiteres finanzieren können, dafür auch möglicherweise aufgrund ihres Alters keine Kredite mehr bekommen. Dann ist ein wichtiges Thema die Finanzpolitik dieser Stadt. Da haben uns die letzten Wochen sehr gewundert. Bei der Vorstellung des derzeit gültigen Haushaltes hat der Kämmerer gesagt, dass die Situation nach dem sogenannten Schütt-Aushol-Zurück-Verfahren, was man jetzt nicht erklären muss, sehr prekär sein wird, sehr schwierig sein wird. Und jetzt auf einmal heißt es, wir haben Geld, obwohl wir doch wissen, dass Bund und Land die Altschulden nicht übernehmen werden, dass also weiterhin dieses Problem besteht. Wir fragen uns, woher kommt denn das Geld? Und wenn man berücksichtigt, dass die Gewerbesteuereinnahmen wahrscheinlich sehr stark sinken werden, dass möglicherweise aufgrund der Pandemie auch Sozialkosten auf die Stadt zukommen, dann fragen wir uns, wie geht das eigentlich zusammen? Und wir erwarten da in Zukunft eine größere Transparenz. Wir erwarten auch wirklich eine Bereitschaft zum Sparen. Das heißt nicht, dass wir nicht investieren müssen, aber gespart werden muss eigentlich auch. Beispiel Stadthaus. Wir haben einen Ansatz von 30 Millionen gehabt, die das kosten sollte. Inzwischen sind wir bei über 60 Millionen. Und die Frage ist, ob die alten Stadthäuser nicht dafür renoviert werden können. Es geistern auch schon Zahlen von 80 Millionen und 100 Millionen durch die Debatte. Das ist sehr bedenklich, wie auch andere Projekte in Bergisch Gladbach doch immer wieder aus dem Ruder laufen und immer wieder eine starke Kostenüberschreitung haben. Herr Röhr, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, bevor es jetzt zu tief in die vielen verschiedenen Themen geht, dann weiß man am Ende nicht mehr, worüber man eigentlich am Anfang diskutieren wollte. Ich glaube, wir haben das Themenspektrum schon sehr, sehr weit aufgeblättert. Was ich jetzt Sie beide gerne nochmal fragen würde, Sie sagen, Sie haben sich als Bürger eingebracht, jetzt wollen Sie in die Politik. Was war nochmal der Punkt, wo Sie gesagt haben, wir gründen eine eigene Partei oder wir reaktivieren eine eigene Partei, anstatt sich eben zu gucken, was gibt es eigentlich schon hier in Parteien, die ja ein breites Spektrum abbilden und engagieren sich dort. Also dieser Schritt vom Bürgerinitiative zum politischen, lokalpolitischen Engagement hin zur Parteigründung. Was war da für der ausschlaggebende Punkt? Was waren da Ihre Gedanken dahinter? Ich weiß nicht, wer dazu was sagt von den beiden. Benno, oder soll ich? Ich kann was sagen. Also das Problem ist, dass wir eigentlich keine Partei gefunden haben, bei der wir uns wiedergefunden haben, die wirklich konsequent gegen den Flüchtlingsplan sich eingesetzt hat. Die am ehesten noch die Linken und die Grünen, der Herr Santillan war ja auch bei den Bürgerinitiativen mit dabei, wobei einfach die Linken nicht jedermanns Sache sind.
Und bei den Grünen hat uns eigentlich so ein bisschen das Herzblut gefehlt, mit dem man sich da hätte einsetzen müssen. Natürlich hat es da auch eine Veranstaltung gegeben der Grünen und gerade Sie, Herr Schunder, war auch bei vielen Veranstaltungen mit dabei. Aber die Vorlage, die die Stadt eigentlich den Grünen gegeben hat, um sich hier wirklich dafür einzusetzen, dass grüne Flächen erhalten bleiben und dass eine vernünftige Politik gemacht wird, das haben wir eigentlich vermisst. Das haben wir gesagt, dass wir in den jetzigen Parteien hier keine Heimat finden, sondern dass wir uns entschieden haben, die Freien Wählergemeinschaft dann wieder aufleben zu lassen. Ja, Herr Röhr möchte dazu noch kurz was sagen. Ja, bitte. Ein kurzer Satz, also ein entscheidender Punkt war auch, dass wir als Bündnis der Bürgerinitiativen gefordert haben oder gebeten haben, muss man schon sagen, dass die Ausschüsse des Stadtrates uns einmal anhören. Und wer uns kennt, weiß, dass wir nun niemand sind, der da große Protestplakate entrollt, sondern wir wollten unsere Sicht der Dinge zum Flächennutzungsplan vortragen. Das ist brüsk abgelehnt worden aufgrund der Gemeindeordnung, obwohl der Bürgermeister jederzeit die Möglichkeit hat, Experten zu hören zu einem Thema, wie er das ja auch bei der Firma gemacht hat, die beauftragt worden ist. Das hat uns sehr geärgert und wir fanden das nicht gut. Und das ist auch der Grund, warum wir uns für Bürgerbeteiligung aussprechen. Okay, gut. Ja, danke dafür erstmal für den Einstieg. Ich sehe jetzt auf meinem Bildschirm relativ viele schwarz geschaltete Teilnehmer. Das heißt, ich kann nicht sehen, wer sich zu Wort meldet. Also entweder Sie stellen einfach Ihr Mikro an oder Ihre Kamera und reden jetzt hinein oder Sie melden sich als per Chat oder eben halt, was mir am liebsten wäre, Sie melden sich mit einem Handzeichen, dann würde ich Sie aufrufen. Sofern ein Name auch noch dazu sehen ist, dann kann ich Sie mit dem Namen benennen. Gibt es Fragen? Falls nicht, würde ich nochmal, da meldet sich jemand. Holger Kromp, bitte. Ja, gerne. Ja, Abend in die Runde. Ich habe bei Ihren Vorträgen, Herr Nuding und Herr Röhr, viele Dinge gehört, die mich an die Grünen erinnern. Da gibt es Elemente nach mehr Bürgerbeteiligung, Basisdemokratie wollen Sie stärken. Das Wort von Grünflächen in der Stadt ist immer wieder gefallen, alternative Energiekonzepte. Auch wieder regionalisierte Energiekonzepte. Ich wähnte mich kurz in einem Chat tatsächlich von Bündnis 90 Die Grünen. Wie unterscheiden Sie sich denn jetzt von Bündnis 90 hier den Grünen in der Stadt? Das würde mich interessieren. Dankeschön. Also ein typisches, darf ich antworten? Ja, bitte. Also ein typisches Beispiel dafür wäre eben, dass für uns ein Zusammengehen mit der FDP, mit allen Kompromissen, die Grünen dafür eingegangen sind, nicht möglich wäre. Und es ist so, dass das eine ist, dass man sagt, wir setzt sich für Grünflächen an. Das machen alle Parteien, die auf der anderen Seite da wirklich draus macht. Also ich habe natürlich einen Bürgerclub mit dem verfolgt hier im Bürgerportal und Gajewski hat gesagt, ja, man sollte darauf achten, welche Städte besonders von den Touristen besucht würden, zu den 10 beliebtesten Städten werden 8 in Europa. Und da würde man ja sehen, dass kompaktes Leben gefordert wäre und das wäre doch etwas, was man sich auf die Fahnen schreiben sollte. Und da muss einfach gesagt werden, dass wir so ein Ziel haben, dass ich habe, was sich eine Großstadt mit auch großstädtischem Leben entwickelt. Also das Schöne ist ja in Bergstadt, dass wir zwar über 100.000 Einwohner haben, aber trotzdem nicht das Großstadtleben wie in Köln oder Berlin oder vielleicht sogar noch London oder Paris, wenn man an die Touristenströme denkt. Und was dagegen spricht, ist auch einfach, natürlich werden solche Städte besucht, aber keiner fährt mal runter nach Paris oder nach London oder sowas hin. Also uns fehlt da, glaube ich, ein anderes Stadtbild und eine andere Stadt vor als dem Grünen. Und Herr Nuding, darf ich Sie noch mal einmal kurz unterbrechen? Ich glaube, mit Ihrem Mikrofon stimmt irgendwie was nicht, dass Sie das vielleicht noch mal ein bisschen stärker vor den Mund ziehen. Da gibt es auch mal immer wieder Aussetzer. Höre ich jetzt gerade, ja, dass wir es noch vielleicht ein bisschen deutlicher verstehen. Gut. Also ich hätte versucht, die Unterschiede zu den Grünen herauszustellen. Und die wichtigste Sache uns ist eben, dass wir für das, was uns wirklich wichtig ist, also die Grünflächen, sowas auch wirklich kämpfen wollen. Und wir können uns nicht vorstellen, dass das zusammen zum Beispiel mit der FDP wirklich möglich ist.
Gut, das war jetzt also aber eher eine Abgrenzung von der FDP und weniger von den Grünen. Ich meine, dass die FDP bzw. die Grüne Koalitionsaussage und Bündnisaussage gemacht hat, sagt jetzt ja erstmal nichts zu den grundsätzlichen Einstellungen. Das heißt also, inhaltlich sind Sie gar nicht so weit davon entfernt, sondern eher in der Frage, wie Sie die Sachen umsetzen und mit wem Sie sie zusammen umsetzen wollen. Verstehe ich das richtig? Nee, das verstehen Sie zum Teil richtig, aber ich hatte ja auch gerade zum Beispiel so die Zukunftsaussichten der Stadt, was Herr Gajewski in dem Bürgerclub gesagt hatte, dass wir uns davon schon abgrenzen möchten, dass wir so ein wirklich großstädtisches Leben in der Stadt bekommen wollen. Also dass uns wichtig ist, auch wirklich ein Wohnen im Grün zu erhalten und jetzt nicht irgendwie eine Großstadt wie in Köln oder in Berlin zu bekommen. Gut, ja, Fragen dazu, Nachfragen. Alles besser zu hören? Das hatte ich jetzt nicht verstanden. Könnten Sie bitte nochmal wiederholen? Ich wollte nur fragen, warum das jetzt besser zu hören gewesen ist. Nee, ich fragte jetzt erstmal nochmal in die Runde zurück. Fragen, sonst frage ich. Die Stadt im Grünen, lebenswerte Stadt im Grünen und so weiter und so fort, Herr Nudig. Das erinnert mich jetzt wiederum so ein bisschen an die Aussagen der CDU, von denen Sie ja sicherlich auch weit entfernt sind, wenn ich den Anfang Ihrer Ausführungen nochmal ernst nehme. Wie sieht die Stadt Bergisch Gladbach tatsächlich aus, die Sie sich vorstellen? Also im Prinzip so, wie sie jetzt ist, so wie sie war? Oder in welche Richtung kann sie sich entwickeln, wenn es nach den Ideen, den Vorstellungen der Freien Wähler geht? Also natürlich kann man das Rad der Geschichte nicht zurücktreten. Wir können uns keinen Bergisch Gladbach aus den 80er und 90er Jahren wünschen. Aber wir wünschen uns vor allen Dingen ein Bergisch Gladbach, in dem nicht weiter großflächig Wiesen zugebaut werden. Wir wünschen uns ein Bergisch Gladbach, das mit dem Zandersgelände vernünftig umgeht. Das heißt, dass hier zentrumsnahes Wohnen ermöglicht wird, aber gleichzeitig auch eine grüne Lunge im Innern der Stadt entstehen soll. Das wäre das, was wir uns für Bergisch Gladbach zum Wohnen wünschen. Und dann eben für den Verkehr wünschen wir uns, dass tatsächlich eine Zweiradrouten entstehen. Einmal natürlich die bekannte, schon geplante oder zumindest die sich viele einsetzen, die Radpendlerroute nach Köln, auf der anderen Seite aber auch eine Radroute, die einzelnen Stadtteile verbindet, weil es auch wichtig ist, einfach dann innerhalb von Bergisch Gladbach mit dem Radverkehr voranzukommen. Okay, gut. Herr Röhr, wenn ich Sie bitten darf, noch mal ganz kurz zu überlegen und um was zu ergänzen, weil ich auch. Ich habe Sie jetzt nicht verstanden. Der Ton war praktisch weg. Bitte? Ja, ich. Können Sie die Frage nochmal wiederholen? Die war nicht zu verstehen. Wir müssen bei Herrn Nudig nochmal ganz kurz auf die Mikrofon ob Sie sich eingestellt haben. Wenn Sie nochmal ergänzen könnten. Ich verstehe es leider nicht. Oder haben Sie. Ich glaube, den anderen. Ich wiederhole nochmal. Ich versuche es nochmal. Bin ich jetzt zu verstehen? Aha, wunderbar, ja. Also wie gesagt, tut mir leid, irgendwo ist heute der Wurm drin. Wahrscheinlich hat es etwas damit zu tun, dass wir zu zweit hier im Raum sitzen und trotzdem versuchen, gleichzeitig an einer Videokonferenz teilzunehmen. Das kennt Zoom leider nicht. Ich würde jetzt nochmal ganz kurz eben bei Herrn Nudig mal am Mikrofon gucken, ob das richtig eingestellt ist, Herr Reul. Deshalb wäre meine Frage an Sie, ob Sie nochmal eine Sekunde übernehmen können und nochmal ergänzen, wohin geht Bergisch Gladbach, wohin entwickelt sich Bergisch Gladbach? Ja, der Unterschied ist der, dass wir vielleicht weniger ideologisch herangehen, als die Grünen das tun und der Meinung sind, dass wir über die Bürgerbeteiligung alle Menschen mitnehmen. Es gibt in der Stadt auch Senioren, es gibt auch Menschen, die aufs Auto unbedingt angewiesen sind. Wir können nicht erwarten, dass jeder aufs Fahrrad umsteigt, sondern wir müssen einen Weg finden, wie wir alle hineinnehmen können, wie wir für alle etwas machen können. Und das ist die Form der Bürgerbeteiligung, die uns vorschwebt. Nee, das ist aber aus. Das heißt, ja, ich gucke gerade, ob das hier jetzt real ist. Was ist das denn noch?
So, Entschuldigung. Ich hoffe, es ist nichts passiert während meiner Abwesenheit, kurzen akustischen Abwesenheit. Herr Röhr, danke für das Einspringen. Herr Wiegelmann sehe ich auch. Jetzt würde ich tatsächlich nochmal um Fragen bitten. Melden Sie sich mit der Hand oder eben auch in dem Chat, dann kann ich Sie auch dann dran nehmen, falls Sie Ihre Kamera gerade nicht eingeschaltet haben. Also eine Frage sehe ich jetzt gerade per Chat, kommt die bei mir an. Da geht es jetzt nochmal um die Frage Zanders. Die Frage ist da tatsächlich an Herrn Nudig direkt gerichtet. Wissen Sie, dass bei Zanders tatsächlich eine Fabrik ist, die ja auch noch in Betrieb ist? Wie sehen Sie die Aussichten, dass man dort in absehbarer Zeit und in welchem Umfang wohnen kann? Also natürlich wird nicht Wohnen direkt an eine Produktionsstätte herangrenzend möglich sein. Aber man kann das so machen, dass an Zanders Produktionsstätte herangrenzend zum Mischgewerbegebiet ist, das durch eben nicht durch produzierendes Gewebe, sondern zum Beispiel durch Mediengewerbe, das eben mehr Bürotätigkeit beinhaltet, einen Übergang schafft zu dann weiteren Wohngelegenheiten. Also es handelt sich ja beim Zanders-Gelände wirklich um ein riesiges Gelände, bei dem durchaus auch dann, selbst wenn die Produktionsstätten bestehen bleiben, auch noch eine Wohnbebauung möglich ist. Ja, danke. Ein Thema, an dem man vielleicht noch ein bisschen weiterarbeiten könnte, Zanders, ist ja für die Stadt Bergisch Gladbach ein großes, ja, eine Wunschkiste, könnte man im Moment fast sagen. Also da gibt es viel Fläche, da gibt es viel Gestaltungspotenzial, wann auch immer. Gibt es dazu Fragen, würde ich jetzt das nochmal in die Runde schauen. Wollen wir da an dem Thema nochmal ein bisschen weiter diskutieren oder gibt es ganz andere Punkte, die Sie interessieren? Herr Gerlach, vielleicht können Sie sich tatsächlich auch selbst zu Wort melden. Ich sehe jetzt Ihre Chat-Beiträge. Da antworten Sie jetzt nochmal auf Herrn Gerlach, dass es eben tatsächlich eine Industrie ist mit Kläranlage, Kraftwerk und so weiter und so fort. Aber das kann ich jetzt schlecht alles vorlesen. Vielleicht schalten Sie einfach Ihr Mikrofon an und wir kommen ins Gespräch. Falls das nicht der Fall ist, wichtige zweite Thema, jetzt mal über Flächennutzungsplan und tatsächlich, wie wohnen wir in Bergisch Gladbach hinaus, ist ja die Frage Bürgerbeteiligung. Das ist in der Tat etwas, was seit mindestens 3, wenn nicht gar 5 Jahren in Bergisch Gladbach intensiv diskutiert wird, nicht erst über den Flächennutzungsplan, sondern ja auch davor über die Rekommunalisierung, über die Belkaf und über alle anderen Themen. Und das Ergebnis war in vielen Fällen, dass die Verwaltung zufrieden war und die Bürger unzufrieden waren, mit zunehmender Polarisierung, muss man wohl sagen. Von daher ist Bürgerbeteiligung ein Thema, das sich jetzt im Moment viele auf ihre Fahnen geschrieben haben, nicht nur die Freien Wähler, auch die SPD, die es ja immer wieder sagt, auch die Grünen natürlich. Was wäre der Weg der Freien Wähler, um die Bürgerbeteiligung tatsächlich zu verbessern, tatsächlich zu einer echten Kommunikation zu kommen? Herr Röhr, bitte. Ja, ich denke, dass wir ein festes Regelwerk brauchen für Bürgerbeteiligung, das die Bürgerbeteiligung in jeder Stufe von Planungen sicherstellt. Wir haben ja erlebt, beispielsweise bei der Schlossstraße in Bensberg oder auch bei anderen Projekten, auch jetzt leider bei Zanders, dass Bürgerbeteiligung immer nur sehr begrenzt dargestellt wird, zeitlich begrenzt, aber auch inhaltlich begrenzt. Es ist ja sogar so, dass, ich habe das selbst erlebt, bei der Baumbegehung in Bensberg von der Verwaltung gesagt wird, wir stellen euch hier die kranken Bäume oder die gesunden Bäume, je nachdem, wie man das sieht, vor. Aber an der Planung, da ist nichts mehr zu ändern, das führen wir so durch. Und das Gleiche haben wir erlebt an dem Zandersabend, bei dem ersten Abend der Bürgerbeteiligung. Da ist das ähnlich gesagt worden, ihr Bürger könnt euch einbringen, ihr dürft blaue Punkte kleben, aber mehr auch nicht. Das ist also nochmal wirklich klargestellt worden. Und deshalb glauben wir, dass Bürgerbeteiligung wirklich in jeder Stufe gewährleistet sein muss. Dazu muss es ein Regelwerk geben. Es gibt andere Städte in Baden-Württemberg hauptsächlich, die sind da sehr viel weiter und die beteiligen die Bürger sehr viel stärker.
wir wissen natürlich auch, das muss man einfach sagen, dass es Konflikte geben wird dabei. Es ist nicht einfach. Es ist auch für die Verwaltung nicht einfach. Wir müssen bedenken, dass die Mandatsträger am Ende entscheiden müssen. Das kann ihnen keiner abnehmen. Aber sie sollten sich des Rates der Bürger versichern. Das wäre unser Wunsch. Und das heißt permanente Bürgerbeteiligung unter Ausnutzung von Online-Portalen. Da kann man das schon mal abschätzen. Wir können uns auch vorstellen, noch zusätzlich, dass Bürger beteiligt werden, beispielsweise bei Gestaltungsbeiräten, wenn es also darum geht, Ortsteile zu verändern, dass dort nicht nur Architekten sitzen, sondern eben auch Bürger mit einbezogen werden. Das sind solche Punkte. Ist denn das tatsächlich Bürgerbeteiligung? Also für mich hört es jetzt so ein bisschen mehr an wie so ein Beirat von Bürgern, der an vielen verschiedenen Punkten im Zuge des politischen Prozesses gehört wird. Bürgerbeteiligung hat ja jetzt, es hat ja feste Regeln, sehr, sehr festgezogene Regeln in einem sehr bürokratischen Prozess, was dazu führt, wie Sie es gerade geschildert haben, dass zum Beispiel die Entscheidung oder die Bürgerbeteiligung stattfindet im weit, weit, weit im Vorfeld, bevor sichtbar wird, was tatsächlich zu entscheiden ist, Beispiel Bensberg. Von daher kann ich mir das noch nicht so richtig vorstellen. Also gibt es dafür für konkrete konkrete Beispiele, was Sie nennen. Sie sagen, in anderen Städten ist Bürgerbeteiligung tiefer verankert, anders organisiert. Also ich kann mir vorstellen, es hat einen anderen Stellenwert, es wird anders gelebt. Aber sind die Prozesse tatsächlich unterschiedlich und nicht doch durch das gesetzliche Regelwerk normiert? Ja, ich sagte ja, dass am Ende die Mandatsträger entscheiden müssen. Das wird nirgendwo anders sein. Geht auch gar nicht anders. Aber man kann ja bestimmte Quoten einführen, bestimmte Voten einführen für die Bürger, die also ihr Mitspracherecht verdeutlichen. Aber auch das muss wirklich geregelt werden, muss gemeinsam erarbeitet werden. Das ist ein langer Prozess, der wird nicht von heute auf morgen laufen, stelle ich mir vor. Aber es funktioniert, glaube ich, dann bei gutem Willen. Ich weiß von Köln, dass da auch Schwierigkeiten bestehen, aber dass man der Sache allmählich näher kommt. Und man muss das eben mit den Bürgern diskutieren und mit der Politik diskutieren und auch der Verwaltung. Okay, gut. Also das ist ja, darf ich auch was dazu sagen? Das ist ja eigentlich gerade auch unser Wunsch, dass sich die Stadt irgendein Regelwerk selbst bildet. Also natürlich könnten wir jetzt sagen, wir fordern das und das Leitbild, wir fordern die und die Strukturen. Aber es hat sich in vielen Städten gezeigt, dass es gar nicht hilfreich ist, jetzt von irgendeiner Stelle aus ein Leitbild, eine Leitstruktur, es gibt ja sogar gesetzesähnliche Strukturen, die dann geschaffen werden können, aufzustellen, sondern es hat sich oft gezeigt, dass es sinnvoll ist, wenn Verwaltung, Politik und Bürger zusammen das machen. Also ein Beispiel dazu ist Rostock, die das tatsächlich gemacht haben, die gesagt haben, wir bilden eine Arbeitsgruppe bei den jeweils 6 Mitgliedern aus der unorganisierten Bürgerschaft, aus 6 Mitgliedern aus Bürgerinitiativen, 6 aus Verwaltung und 6 aus Politik eine Arbeitsgemeinschaft gegründet haben und dann über etwa 1,5 Jahre zusammen ein Leitbild und klare Leitfunktionen auch dann gebildet haben. Der Vorteil ist natürlich, dass man sich besser kennenlernt, dass so ein bisschen die Denkhemmnisse aufgehoben werden und dass auch Verständnis für beide Seiten geschaffen wird. Also das Problem ist ja, dass die Stadtverwaltung für uns ja wirklich gar kein Verständnis hat und wir genauso auf der anderen Seite auch darüber verärgert sind, dass wir gar nicht gehört werden. Und ich glaube, dass das am besten geändert werden kann, wenn man so etwas gemeinsam angeht und nicht, wenn jetzt wir jetzt sagen, wir fordern dieses und jenes Leitbild. Ja, danke. Versteht Bürgerbeteiligung. Nach wie vor, glaube ich, ein Thema, das nicht ausdiskutiert ist. Herr Wiegelmann. Ja, es wäre doch mal gut, wenn die Parteien, außer dass sie sich allgemein zur Bürgerbeteiligung bekennen, auch dann mal schon so ein kleines Konzept bereithalten. Denn ich glaube, es geht bei der Wahl ja auch um Glaubwürdigkeit. Und je glaubwürdiger wird man, man wird umso glaubwürdiger, je ansprechender für den Bürger so ein Konzept ist. Das muss natürlich nicht detailliert sein, aber man kann natürlich auch nicht sagen, wir können jetzt nichts machen, weil das muss mit der Stadt ausgearbeitet werden.
Das ist immer so ein bisschen, das hört sich so für mich so ein bisschen an, so Verdrängung. Es ist auch nicht nur so, dass man Konzepte erarbeiten muss für so Planung, Bürgerbeteiligung im Rahmen von großen Vorhaben, sondern ich habe das schon an mehreren Stellen öfter gesagt, für mich ist es auch wichtig, weil Bürgerbeteiligungsprozess muss erlernt werden und der kann nicht von heute auf morgen optimal funktionieren, dass das im Kleinen startet, also auf Stadtteilebene zum Beispiel. Ich hatte ja schon mal diese Bezirksausschüsse genannt. Also da wäre auch für mich gut, wenn da eine Bereitschaft bei den Parteien, wer auch immer das ist, deklariert würde im Vorfeld. Wir stellen uns das so und so oder wir können uns das so und so vorstellen. Ob es nachher Wirklichkeit wird, ist natürlich auch noch eine andere Sache. Aber je glaubwürdiger so ein Konzept rüberkommt, gerade im Bereich Bürgerbeteiligung, weil da, glaube ich, eine Umkehr erforderlich ist, um auch insgesamt Glaubwürdigkeit für die Politik zu erzeugen, je konkreter das oder je ansprechender so ein Konzept ist, umso mehr Fans bekommen sie, auch Wähler bekommen sie. Weil das Problem bei Ihnen, Sie werden ja mehr über diese Aktion mit dem Flächennutzungsplan, über Ihre fundierten Ansichten da wahrgenommen. Und Sie müssen ja darüber hinaus noch wahrgenommen werden, also wenn Sie gewählt werden wollen. Also da würde mir nicht allein reichen, ein Konzept oder so, wie Sie jetzt diese Bauvorhaben zukünftig abwickeln möchten, selbst wenn es auch unter Bürgerbeteiligung Aspekten beachtet, also gemacht würde, sondern insgesamt auch, wie bindet man den Bürger mehr in das Politische oder in die Entscheidungsfindung ein? Weil wir haben Leute, die bringen intelligente Ideen rein. Das ist sowas, was ich so ein bisschen, wo ich die Parteien so immer bei jeder Gelegenheit, die ich habe, piesacke, weil der Watzalek sagte zu Recht, wir haben jetzt nochmal, ich habe glaube ich jetzt nochmal gesehen, das ist schon vor 5 Jahren oder 4 Jahren schon mal Thema gewesen und danach regelmäßig, aber passiert ist nichts, ja. Und ich kann nur hoffen und wünschen, das wäre für mich jedenfalls entscheidungserheblich, welcher Partei ich letztlich dann zuspreche im September, welche Partei vom Konzept her am besten rüberkommt in dem Punkt. Weil das ist ein Wendepunkt für die Politik auch in unserer Stadt. War Ihnen denn das, was Herr Röhr jetzt gerade vorhin ausgeführt hatte, konkret genug? Ist es das, was Sie sich vorstellen? Ja, das ist aber schon ziemlich, das ist noch ziemlich allgemein gehalten und man muss, wie gesagt, auch unterscheiden. Der Röhr meinte auch so, man kann auch online was machen, aber bei so großen Projekten, wenn es da mal um Zander geht, ja, da können Sie nicht so hier so zu Hause sitzen in so einer Plattform und dann haben Sie 200 Leute zu managen. Da würde Herr Watzlawick, glaube ich, zu viel bekommen. Das kriegen Sie nicht gematcht. Ja. Also so eine Runde mit 10, 20 Leuten, die kriegt man gut gehandelt. Also so auf Bezirksebene könnte ich mir diese, auf Stadtteilebene könnte ich mir diese Online-Angebote total gut vorstellen, weil da können die Leute von zu Hause aus diskutieren, was in ihrem Veedel besser gemacht werden kann. Aber das geht dann teilweise auch um ganz einfache Dinge, wo die Bürger dann schnell miterleben können, werde ich ernst genommen oder nicht. Aber bei großen Projekten, da muss es natürlich strukturiert, da muss es strukturiert vor sich gehen, da muss man wirklich, da haben Sie vollkommen recht, Konzepte machen, dass das so wie angedacht auch durchgeführt wird. Ja? Also Arbeitsgruppen, was eben schon genannt worden ist, finde ich gut, aber das muss entwickelt werden, in der Tat. Mhm. Aber es muss ein bisschen mehr Fisch, bitte? Ein bisschen mehr Fleisch dran. Genau, mehr Fleisch dran. Genau, Entschuldigung. Egal, vielleicht auch Fisch. Okay. Gut, ja. Zanders ist ja nun tatsächlich jetzt eben halt das anliegende große Projekt. Bei vielen anderen Sachen ist der Fisch schon gegessen, also sei es Bensberg, was auch immer. Die Sachen sind ja so gut wie durch. Aber Zanders ist ja das, was uns in den nächsten 15 Jahren beschäftigen wird. Herr Röhr hat es vorhin ja auch angesprochen. Da sind eine ganze Menge Formate ja geplant. Zum Teil sind sie jetzt gerade abgesagt worden wegen Corona-Sachen, wegen Zeitverzögerungen. Könnte man da jetzt irgendwo ganz konkret ansetzen, Herr Röhr, Herr Nudig, um zu sagen, okay, dieses Projekt Zanders würden wir ganz anders nämlich so angehen? Also mit Blick auf Bürgerbeteiligung, jetzt nicht auf die Ausgestaltung. Ja, das ist eine klare Forderung. Und weil das ist eine klare Forderung von uns. Und weil wir halt noch nicht im Stadtrat sitzen, haben wir jetzt auch für den nächsten Ausschuss für Anregungen und Beschwerden sowohl eine Beschwerde über die fehlende Bürgerbeteiligung bei
dem erweiterten Sanders-Gelände gestellt und auch Anregungen gemacht, was man besser machen kann. Was geschildert wird, was für nächstes Jahr geplant ist, ist ja, oder für Ende des Jahres geplant ist, ist ja weniger eine Bürgerbeteiligung als eine Bürgerinformation. Also die Stadt denkt vor, sagt, welche Möglichkeiten es gibt. Parallel läuft schon der Qualifizierungsprozess und irgendwann im Herbst wird dann der Bürger darüber informiert, wie die Sache aussieht. Und als Grund, eigentlich war ja schon im Frühjahr geplant gewesen, dass es zur Bürgerbeteiligungsveranstaltung kommen sollte, wird eben Corona gesagt, was ja prinzipiell richtig ist. Aber Herr Röhr hat eben auch recht, dass es durchaus möglich ist, auch jetzt schon den Bürger zu informieren. Das geht online, man kann viel mehr Informationen herausgeben. Das ist ja wirklich eine Blackbox für uns, was da bisher abgeht mit Sanders. Es gibt ja so Gedanken auch wie Open Government, dass wirklich auch online mitbeobachtet werden kann, wie die Planungen sind, welche Informationen es gibt. Die werden ja auch letztendlich dann gar nicht gezeigt. Und wir wollen einfach sehen, wie ist der aktuelle Stand und uns dann eben beteiligen können, einmal online, weil ja große Veranstaltungen wahrscheinlich auch in Corona gar nicht möglich sind. Aber was man durchaus ja machen kann, ist, dass man Veranstaltungen macht mit begrenzten Teilnehmerzahlen, die dann zum Beispiel per Los ausgesucht werden. Also wir sind mit der jetzigen Bürgerbeteiligung, die eigentlich gar keine Bürgerbeteiligung ist bei Sanders, sondern eine Bürgerinformation, absolut unzufrieden. Wir haben deswegen eben schon Anträge gestellt, damit das möglichst bald geändert werden kann. Und wir werden das auf jeden Fall auch weiter tun, falls wir in den Stadtrat hineingewählt werden. Ja, danke. Thema Bürgerbeteiligung noch. Gibt es dazu weitere Fragen? Weil sonst würde ich jetzt mal einen Themenschwenk machen. Was ich jetzt gerade auch noch mal aus dem Chat hier sehe, eine Frage, ein Thema, was Sie auch am Anfang angerissen hatten, beide, glaube ich, das Verkehrskonzept für Bergisch Gladbach. Wie sieht das aus, lautet jetzt die sehr, sehr allgemeine Frage. Da kann man ja vielleicht noch mal ein bisschen differenzieren. Also wir haben im Moment schon akut sehr, sehr viele Verkehrsprobleme. Wie könnten die angepackt werden? Wie sieht es eher aus mit einer Umstellung auf zukunftsorientierte Verkehrsmittel? Wo stehen die Freien Wähler da? Wo sehen Sie tatsächliche Ansatzpunkte für eine neue Politik im Verkehr? Also was wir definitiv als falsche Lösung ansehen, ist jetzt eine groß angelegte Straßenbauauktion, wie das mit dem Glasbau geplant ist. Es ist so, dass es ja durchaus schon auch ein Mobilitätskonzept gibt, wo überlegt worden ist, wie die Mobilität im Bergisch Gladbach verbessert werden kann. Und die klare Antwort war eigentlich gewesen, dass wesentlicher Straßenbau nicht mehr möglich ist und dass die einzigen Möglichkeiten, die den Verkehr zu entlasten, einmal sind den Fahrradverkehr zu stärken und auch den öffentlichen Personennahverkehr. Und das geht eigentlich nur, wenn man beides attraktiver macht. Ich hatte die Radroute schon angesprochen, die wir voranbringen wollen, also die dann letztendlich vom Königsforst bis nach Schildgen geht. Und das zweite natürlich die Radpendlerroute nach Köln. Und es muss auch so sein, dass der öffentliche Personennahverkehr attraktiver wird. Er ist einer der teuersten in Nordrhein-Westfalen hier in unserem Kreis. Und es ist auch zum Teil so, dass weiter entfernt gelegene Gebiete kaum angefahren werden. Da wäre dann zu überlegen, ob man so Rundbussysteme anfahren kann. Jetzt nur darauf zu hoffen, dass mit autonom Fahren oder sowas das alles schon besser wird, das wird sicherlich nicht ausreichen. In ferner Zukunft, muss man sagen, kann man auch mal über eine Seilbahn nachdenken, also auf dem Weg dann nach von Richtung Mozelt oder Hakenrad oder weiter. Aber das sind ja nur Ideen, die, sage ich mal, für 20, 25 Jahren Nutzen bringen könnten, aber sicherlich nicht die jetzige Situation mittelfristig lösen können. Danke, ich habe immer eine kleine Verzögerung, weil ich hier erstmal mein eigenes Mikrofon einstellen muss. Verkehr, sind Sie als Zuhörer damit zufrieden? Ist das das, was auch Sie umtreibt? Gibt es weitere Fragen dazu? Ich höre und ich sehe erstmal keine Wortmeldungen. Bahndamm, bitte. Also was den Bahndamm anbetrifft, dann da so eine Fahrradtrasse oder was schwebt Ihnen da vor? Ja, eine Fahrradtrasse. Ja, aber nicht nur den Bahndamm eben betrifft, sondern schon auch weitergeht mit Abzweigung einmal Richtung Innenstadt, Richtung Pendlerroute
Institute Köln und dann aber weitergeht, Duktorat, Hand, Paffrath bis Schildgen und da Anschluss hat an den Radweg Richtung Schlebusch. Das Ganze beruht auch auf Vorstellungen des Kreises. Also es gibt im Rahmen des Kreises auch eine Vorstellung, eine Radroute, Radschnellweg kann man es nicht nennen, weil sie halt nicht überall dienen, ausreichend qualifiziert ist, von Rösrath bis Leverkusen durchzuführen. Und die Strecke in Bergisch Gladbach wäre dann eben eine Teilstrecke davon. Vorteil wäre einmal, dass die Stadt, einzelnen Stadtteile sehr gut miteinander verbunden sind und dass auch einige Bahnen dabei gekreuzt werden. Also es wird die Linie 1 gekreuzt, die von Bensberg dann eben nach Köln reinfährt. Die Linie S11 ist anzufahren. Man müsste mit Köln reden, ob es eine Möglichkeit gibt, die Linie 18 in Thielenbruch zu erreichen. Das sind 900 Meter, die diese Radroute von Thielenbruch entfernt sind. Und es wäre auch die Möglichkeit, dann von Schildgen aus entlang der Altenberger Domstraße bis zur Straßenbahn 4 einen Radweg zu machen. Den gibt es eigentlich schon, der müsste nur mal renoviert werden. Also dadurch könnte einerseits die Möglichkeiten, den öffentlichen Personennahverkehr zu erreichen, verbessert werden und natürlich auch gerade auf den kleinen Strecken der innerstädtische Verkehr verbessert werden. Und Bahndamm ist davon eine wichtige Säule. Es gibt zwar so einen kombinierten Fußradweg entlang des Bahndammes, aber der ist einfach nicht geeignet, wirklich jetzt da komfortabel Rad zu fahren. Also das kann man sich kaum mit Fußgängern teilen, muss man sagen. Gut, ja, danke schön. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob Sie es vielleicht ganz am Anfang gesagt haben, da war ich etwas abgelenkt, was Verkehr angeht und den sogenannten Modalsplit, also sprich das, was von den Grünen ja auch sehr stark propagiert wird, weg vom Autoverkehr hin zu mehr Fußgängerverkehr, Radverkehr, Lieferverkehr per Lastenrad und so weiter und so fort. Stehen da die Freien Wähler auch eher auf dieser grünen Position oder wo bewegen Sie sich beim Thema E-Mobilität, Fußverkehr, Radverkehr? Also unsere Position ist etwas von den Grünen unterschiedlich, weil wir so eine Art Win-Win-Situation erreichen wollen. Also wenn wir es schaffen, Fahrradwege so sicher vor allen Dingen, und das ist das Wichtigste, so sicher, so komfortabel und auch schnell zu machen, dass viele Autofahrer auf die Fahrräder umsteigen, und wenn wir auch den öffentlichen Personennahverkehr stärken, dann führt das ja auf der anderen Seite auch dazu, dass die Straßen freier werden. Also wir wollen, es gibt ja auch Menschen, die aufs Auto angewiesen sind, ältere Menschen oder Leute, die aus körperlichen Gründen das nicht machen können, oder auch vielleicht, weil sie es einfach nicht wollen. Das gibt es ja nun mal. Und auch die muss man ja irgendwo abholen. Also wir sind nicht der Meinung, dass die Autofahrer bestraft werden sollen, sondern wir sind der Meinung, dass die Fahrradfahrer, das Fahrradfahren und öffentlicher Personennahverkehr deutlich gefördert werden muss. Und das geht eben auch ohne das Autofahren Gott weiß wie einzuschränken. Na. Ja, danke schön. Da sehe ich eine Wort. Also Moment, Herr Röhr, Sie wollen direkt das noch dazu ergänzen? Ja, noch ein Punkt zum Thema Verkehr. Benno Luding sagte am Anfang, dass wir eigentlich dagegen sind, dass riesengroße Straßenprojekte in Bergisch Gladbach entstehen. Wir haben natürlich das Problem, dass Gewerbegebiete in der Innenstadt sind und die schwierig erreichbar sind von der Autobahn. Das wissen wir auch. Man könnte da vielleicht die Bahngleise S-Bahn wiederbeleben. Aber es geht auch darum, dass in Bergisch Gladbach von Süd nach Nord, wie das ja die Planungen so im Moment vorsehen, keine Schnellstraße entsteht. Die Idee gab es schon mal vor, ich glaube, 30, 40 Jahren, dass man eine Entlastung der A3 wollte, von Solingen bis zur A4. Das macht uns große Sorgen, auch wenn ein großes Verkehrsbauwerk im Gleisdreieck entsteht, dass also ein riesiger Verkehr von Nord nach Süd besteht. Und wenn man die Strecke öfter sieht, auch nach Bensberg, dann sieht man schon jetzt, wie also versucht wird, die A3 zu umfahren und der ganze Verkehr in die Stadt kommt. Das heißt also, wenn man das noch weiter ausbaut, dann wird das noch mehr passieren und dagegen wehren wir uns. Okay, danke schön. Holger kommt, eine Wortmeldung. Ja, nochmal zum Thema Rad. Diese Achsen, die Sie vorgeschlagen haben, diese Radwege finde ich ganz spannend. Ein schönes Konzept, um eine Alternative im innerstädtischen Verkehr anzubieten. Das zielt meines Erachtens aber auch so ein bisschen auf die großen Radfahrer. Inwiefern wollen Sie denn die Kleinen unterstützen? Thema Rad- und Schulweg.
Das ist, und das ist auch eine Aussage, die ich von der Polizei bestätigt bekommen habe, immer noch eine riesengroße Katastrophe. Da würde mich noch eine Aussage von Ihnen interessieren, wie Sie dazu stehen. Ja, es ist ja einerseits so, dass der Radweg durchaus auch Schulen tangiert, die in der Nähe liegen. Otto-Hahn-Gymnasium, die Gesamtschule in Paffrath, die Nelson-Mandela-Schule, sodass da schon einiges erreicht wird. Es gibt ja durchaus, natürlich werden nicht alle Schulen auf diesem Wege erreicht. Zum Beispiel jetzt NCG oder solche Schulen, da müsste man ein eigenes Konzept jetzt nochmal erstellen, das aber ja auch schon in Planung ist, muss ich sagen. Wichtig ist uns einfach, dass Schüler nicht gezwungen werden, auf den Hauptachsen, wo einfach der Verkehr am dichtesten ist, wo dann zum Teil parkende Autos an der Seite stehen, wo das Fahrradfahren am unsichersten ist, dass Schüler nicht da entlang fahren müssen, sondern alternative Routen haben. Wir sind jetzt nicht so weit, dass wir für jede Schule wirklich dann jetzt direkt schon ein Konzept aus der Tasche zaubern können. Aber der Weg ist auf jeden Fall so, dass auch diese Wege sicher werden müssen. Das ist keine Frage. Dankeschön. So, Verkehr, andere Fragen? Weitere Fragen oder über welche Themen sollten wir noch mal reden? Bitte, Herr Wiegelmann. Thema Digitalisierung ist ja schon, weil ich etwas später gekommen bin, ist ja schon Thema gewesen am Anfang. Ich wollte es ansprechen, aber der Herr Watzlawek, der hat mich in meinem Fluss unterbrochen, was sein gutes Recht ist als Moderator. Digitalisierung, das ist ein großes Thema. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie auf die Schulen hinaus wollen oder auf die Verwaltung hinaus wollen. Beides. Für beides, ja. Es gilt ja auch wirklich für beides. Bei der Verwaltung ist es so, dass Bergisch Gladbach davon seit Jahren redet, aber es ist Tatsache, dass Bergisch Gladbach als Großstadt an vorletzter bzw. letzter Stelle ist, was Digitalisierung der Verwaltung betrifft. Es gibt also da ganz erheblichen Nachholbedarf, auch bezüglich des Bürgerservices. Was die Schulen nun betrifft, gilt das Gleiche. Das hat sich ja jetzt bei Corona gezeigt. Es ist einfach so, dass Familien auch nicht so ausgestattet sind, dass sie ihre Kinder mit allem Drum und Dran versorgen müssten. Wir wissen von unseren eigenen Mitgliedern, zum Teil auch Lehrer, dass selbst Drucker nicht zur Verfügung stehen in jeder Familie, dass also so digitalisierter Unterricht gar nicht möglich ist. Trotzdem möchte ich noch dazu sagen, Präsenzunterricht halte ich für sehr wichtig und er sollte auch beibehalten werden. Es muss auch eine Zuwendung geben bei Kindern, aber nichtsdestotrotz, Digitalisierung muss einfach vorangetrieben werden. Da müssen Gelder zur Verfügung gestellt werden, da muss etwas vorangehen. Beantwortet das die Frage oder könnte es noch etwas konkreter werden, auch in der Fragestellung? Was die Schulen anbetrifft, meinen Sie dann so Ausstattung mit PCs auch der Schüler oder also insbesondere in den höheren Schulen oder wie stellen Sie das vor? Ja, natürlich. Es gibt ja zum Teil noch nicht mal vernünftige WLAN-Netze in den Schulen. Da gibt es also doch einige Probleme, wie wir gehört haben, das wirklich einzurichten. Das muss natürlich erstmal erfolgen. Und dann müssen die Schüler wirklich damit ausgestattet werden, dass sie so arbeiten können. Das ist klar. Aber man muss eben auch an zu Hause denken, wo das Material zum Teil nicht vorhanden ist. Ja, ein Problem oder eine Sachverhalt, der tatsächlich bislang in jeder Gesprächsrunde aufgetaucht ist, mit zum Teil, also als Problembeschreibung auf jeden Fall. Was wäre die Lösung dafür? Weil es reicht ja nicht aus, die WLAN-Netze zu schalten und Tablets zu verteilen, sondern es geht ja eben in die nächsten größeren Runden weiter. Sie hatten vorhin auch gesagt, Herr Röhr, auch da hatte sie sich so ein bisschen ausgebremst. Es fehlt an Geld womöglich. Das, was im Moment die anderen Parteien, zumindest die Großparteien sagen, ist eigentlich gar kein Problem. Wir haben jetzt ja im Moment dann doch, wenn wir aus dem Haushaltssicherungskonzept heraus sind, viel mehr Spielräume wieder. Da sind Sie skeptischer, habe ich Sie da richtig verstanden? Wir sind
nicht, da bin ich skeptischer, weil wir nicht genau wissen, wie die Gewerbesteuereinbrüche sein werden und wie möglicherweise Sozialkosten sein werden, die auf die Stadt dann zukommen. Das hängt auch möglicherweise mit Flüchtlingswellen zusammen, die noch kommen könnten. Da tapfen wir also alle so ein bisschen im Dunkeln. Und es ist ja auch so, dass der Bund die Altschulden nicht begleichen wird. Das hat sich ja jetzt gezeigt. Da haben sich ja die süddeutschen Städte, CSU bei der CDU und die CDU dann bei der SPD bundesweit durchgesetzt, sodass da nicht Geld fließt. Wir hören zwar vom Kreis aus, dass es da so einen Ewigkeitsfonds gibt, in den alles reingebucht wird, aber Tatsache ist, dass unsere Kinder das natürlich alles bezahlen werden. Deshalb müssen Prioritäten auch in Zukunft gesetzt werden. Und eine Priorität dabei ist sicherlich Bildung. Und gut, das sagen die anderen auch, das ist klar. Aber ist die Bildung und die Investitionen dort, das ist eben eine Binsenweisheit, unsere einzige Chance, um auf der Welt noch bestehen zu können, auch wirtschaftlich, indem wir in Bildung investieren. Gut, danke schön. Ich würde Sie noch mal gerne ermuntern, Fragen zu stellen oder auch einfach nur da Debattenbeiträge einzubringen, damit wir an dem Punkt noch mal ein bisschen weitermachen können, also an diesem Punkt oder auch an einem anderen. Themen gibt es viele für die Lokalwahl. Falls das nicht der Fall ist, würde ich vielleicht zwischendurch noch mal eine ganz andere Frage, die jetzt sich nicht auf die Inhalte bezieht, sondern eher auf die Strategie. Sie müssen jetzt ja als freie Wähler, die bislang nicht aktiv waren, zumindest in den letzten Jahrzehnten hier im Bergisch Gladbach, völlig von null auf anfangen. Sie haben begrenzte Mittel. Sie haben, weiß ich nicht, wie Ihre Personalausstattung eigentlich ist. Sie haben, wenn ich das richtig sehe, für alle Wahlkreise tatsächlich auch Kandidaten aufgestellt. Wie soll das nun anlaufen mit dem Wahlkampf? Wie wollen Sie sich bekannt machen? Also, es gibt, wir haben ja schon von vornherein gesagt, dass wir keinen Plakatwahlkampf machen wollen, weil wir schon früher, also als ich gar nicht mit daran gedacht habe, Kommunalpolitik, oder wir alle also nicht daran gedacht haben, Kommunalpolitik zu betreiben, die vielen Plakate, die überall hängen, gerade die an den Laternenteilen, eigentlich nur als störend empfunden haben. Wir versuchen, Wahlkampf zu machen über Facebook, weil wir glauben, dass es modern ist, dass es auch alle Schichten anspricht, auch junge Menschen, das ist uns ganz wichtig. Und wir versuchen es natürlich auch dadurch, dass wir Beiträge zum Beispiel auch in Ihrem Portal lancieren, zu zeigen, dass wir eine gute Sachkenntnis haben und auch politisches Verständnis haben. Aber letztendlich wird es ein Wahlkampf sein, der über die elektrischen digitalen Medien erfolgt und dann natürlich, sobald es wieder ein bisschen besser möglich ist, der Wahlkampf auf der Straße, das heißt dann mit Ständen am Marktplatz und so. Wie viele freie Wähler, also jetzt Parteimitglieder, aktive Personen, auf die Sie zählen können, gibt es tatsächlich? Also ich bin jetzt nicht, ich glaube, wir haben 30 oder 29 Mitglieder, von denen, sage ich mal, 15 bereit sind, auch aktiv zu werden. Ja, danke, Herr Röhr. Das Engagement bei uns ist natürlich, die wir keine Wahlkampfhilfen erhalten, was schade ist, das gibt es auf kommunaler Ebene so nicht. Wir sind also wirklich angewiesen auf das ehrenamtliche Engagement, was wir haben. Das wird auch sehr toll eingebracht, muss man wirklich sagen. Und so fängt jeder mal an. Das muss man auch sagen, wenn wir dann in den Rat einziehen sollen, was wir alle hoffen. Es gibt ja keine Prozenthürde, um das auch nochmal zu sagen. Also keine Stimme, die an uns geht, ist verloren. Sie ist im Sinne der Bürger. Wenn mir diese Werbeminute gestattet sein darf, dann werden wir natürlich dort den Bürgerwillen vertreten und dann haben wir bessere Möglichkeiten, Anträge zu stellen und die Dinge zu beeinflussen. Das ist in gewisser Hinsicht unser Handicap gegenüber den anderen Parteien. Wir sind finanziell nicht so stark ausgestattet. Wir müssen das Ganze mit personeller Arbeit erledigen. Ja, danke schön. Hätte dazu jemand noch einen Vorschlag oder eine Frage? Ja, bitte, Holger Kromp. Wenn Sie in den Stadtrat hineingewählt werden, bei welchen Themen könnten Sie sich eine Zusammenarbeit mit einem eventuellen Bürgermeister buchen oder einem eventuellen Bürgermeister Stein vorstellen? Oder steht das für Sie außer Debatte? Sehr gute Frage. Die muss ja irgendwann kommen. Wir fühlen uns mehr den Bürger verpflichtet und wir können noch nicht so klar erkennen, welche Konzepte eigentlich dahinter stehen. Man muss ja sehen, der Buchen macht sicherlich den Eindruck, dass es etwa so bleibt, wie es bisher war.
Da werden zwar nette Sachen gesagt, aber es scheint kein neuer Wind da zu sein. Bei Herrn Stein muss man ja auch sehen, dass er ein Mann der Verwaltung ist. Und dann ist auch die Frage, ob er in der Lage ist, der Verwaltung auf den Finger zu klopfen. Das muss man einfach mal so sehen. Und wir machen die Zusammenarbeit von Fall zu Fall abhängig von den Themen. Wir werden uns nicht im Vorhinein festlegen und sagen, den Kandidaten unterstützen wir, den Kandidaten unterstützen wir, sondern wir werden sehen, welche von unseren Themen, falls wir einziehen sollten in den Stadtrat, welche Themen wir durchbringen können. Dankeschön. Gut, ja, weitere Fragen? Weil sonst, wenn keine kommen, ich schaue noch mal neugierig in die Runde oder auch in den Chat hinein, würde ich sagen, sollten wir es auch nicht übertreiben, sondern dem Ende zukommen. Ich würde Sie, entweder Herrn Nuding oder Herr Röhr, dann noch mal bitten, zum Schluss einfach noch mal kurz auf den Punkt zu bringen, was Ihre nächsten Schritte sind, was tatsächlich Ihr Alleinstellungsmerkmal, Ihr Fund ist, was Sie in den Wahlkampf jetzt einbringen wollen, damit Sie tatsächlich gehört und vielleicht auch gewählt werden. Aber wie gesagt, vorher gebe ich doch noch mal die Chance zu fragen. Ich kann leider viele der Teilnehmer nicht sehen, von daher auch nicht auf Handzeichen reagieren. Der Chat steht offen. Wenn die da was hineinschreiben, würde ich es sehen, sehe ich im Moment aber auch nicht. Von daher, ja, bitte, das Schlusswort. Wer macht's oder wer teilt es sich? Der Vorsitzende. Ich habe angefangen, Rainer, hörst du auf? Nein, ich habe angefangen, hörst du auf? Ach, durch. Okay. Ja, also wir hatten ja alle nie, also ich denke, warum wir eine Partei sind, die sehr gut wählbar ist und die auch für den Bürger da sein wird, ist, dass wir alle nie vorhatten, kommunalpolitisch aktiv zu werden, sondern wirklich einen klaren Anlass haben und auch noch weiter klare Anlässe sehen, warum es wichtig ist, sich in Bergisch Gladbach politisch zu engagieren und hier zu versuchen, etwas zu ändern. Es gibt so viele Probleme, die größtenteils vor sich hergeschoben werden, Konzepte, für die viel Geld ausgegeben wird, die dann letztlich nicht umgesetzt werden. Also ich meine, das Mobilitätskonzept ist ja ein tolles Konzept gewesen, 2016 verabschiedet. Und was davon umgesetzt wird, ist fast gar nichts, also muss man sagen. Und da wollen wir einfach ein bisschen frischen Wind reinbringen, dass nicht immer nur so viel geredet wird und nicht so viel gesagt wird, sondern wirklich auch gehandelt wird. Also wenn man die Wahlprogramme der einzelnen Parteien sieht, haben Sie das schon richtig gesagt, da kann man ja eigentlich sagen, die ähneln sich ein bisschen, sind alle für Grün und wollen auch mehr Radverkehr. Und wenn man dann genauer hinguckt, wollte das die CDU 2014 aber schon genauso, passiert es gar nichts. Und man muss eben unterscheiden zwischen dem, was vor der Wahl versprochen wird und nachher was nachher gemacht wird. Und hier wollen wir einfach darauf drängen, dass nicht nur schöne Worte vor den Wahlen versprochen werden, sondern dass wir darauf drängen können, dass dem auch später folgen muss. Deshalb haben wir uns engagiert, weil wir wirklich das voranbringen wollen und wir glauben auch, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ja, herzlichen Dank. Bedanke mich vor allem bei Herrn Röhr, bei Herrn Nuding dafür, dass Sie uns die Fragen gestellt haben, dass Sie hier Rede und Antwort gestanden haben. Bei allen Teilnehmern natürlich auch. Ich denke, es wird noch viele andere Gelegenheiten geben in den nächsten Wochen oder vor allen Dingen nach den Sommerferien, wenn der Wahlkampf dann richtig heiß läuft, sich auszutauschen. Wir werden auch da verschiedene Foren anbieten. Soweit aber erstmal herzlichen Dank für Ihre Teilnahme. In der nächsten Woche machen wir noch eine letzte weitere Runde im Bürgerclub. Dann ist tatsächlich Frank Stein da, beziehungsweise die SPD. Er tritt ja nicht nur für das Bündnis an, sondern eben auch auf dem Parteiticket. Und damit wären wir dann erstmal durch bis vor der Sommerpause. Aber wie gesagt, nach der Sommerpause wird es bestimmt wieder richtig spannend werden und ein richtig heißer Wahlkampf werden. Ihnen viel Erfolg. Danke, dass Sie heute Abend da waren.